wir kommen jetzt zu einer neuen Kategorie, zu einer zweiten neuen Kategorie, meine Damen und Herren. Und da geht es nicht um einen Beitrag, sondern um viele Beiträge. Es geht darum, dass einer unerschöpflich viel getan hat für das lokale und das regionale Fernsehen. Er weiß das aber noch gar nicht, dass er viel getan hat, vor allen Dingen, dass wir vielleicht gleich darüber reden werden. Wir werden es auch nicht machen, sondern mein Kollege Frank Trautmann macht das. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe die große Ehre, heute den Sonderpreis zu verleihen. Ein Preis fürs Lebenswerk, der nach Günzberg geht, zu Flott TV, dem Macher und der Seele von Flott TV an Werner Flott. Herr Flott, ich habe in einer Zeitung gelesen, Sie seien Autor, Moderator und Kameramann gleichzeitig. Das wurde Ihnen, wie ich finde, nicht ganz gerecht. Das ist eigentlich nur ein Drittel der Gesamtmedaille. Sie sind nämlich außerdem noch ein sehr leidenschaftlicher Fernsehmacher, wie wir uns in unserer Arbeit in der Jury überzeugen konnten, mit sehr viel Engagement dabei. Und Sie sind immer offen gewesen für Anregungen, für Kritik. Für Sie ist das nicht stehen geblieben. Das ist umso bemerkenswerter, weil Sie ja ein Ein-Mann-Team ist und das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie wollen aufhören, die Branche wird Sie vermissen, das Regionalfernsehen wird Sie vermissen. Basti, Mats ab! Folgen sind es jetzt also. Da gehört eigentlich noch ein Dusch hinterher. Viel Arbeit war es für einen Einzelkämpfer wie mich, aber Spaß hat es noch allemal gemacht. Grüß Gott bei Kunst und Kultur aus der Heimat, für die Heimat von Flott TV aus Günzburg und damit gleich zu den Themen von heute. Gehörloser Günzburger schreibt Weihnachtslieder in Gebärdensprache. Maria von Blut, Spurensuche in Italien, Böhmen und Schwaben, eine sakrale Sonderausstellung im Bauernhofmuseum Illerbeuren im Allgäu. Werner Flott! Jetzt aber Flott, Herr Flott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Darf ich Ihnen den Preis geben? So, wenn Sie möchten, können Sie noch ein paar Worte sagen. Ja, wie das bei solchen Anlässen ist, man bedankt sich. Der eine kürzer, der andere länger. Ich bin kein großer Redner. Ich will mich bei der Jury bedanken. Ich will mich bei Herrn Richter bedanken, dass ich dastehen darf und einen Preis entgegennehmen darf. Und die Latte der Reden, der Dankesreden, sind ja meist sehr lang. Ich will mich bedanken bei meinen Eltern, die mich gezeugt haben, damit ich das machen konnte die ganze Zeit. Dann weiterhin bedanke ich mich bei meiner Katze, die mich immer so schön eskortiert, wenn ich nach Hause komme. Und so weiter und so weiter. Sie wissen, was ich meine. Ja, das ging ja echt flott, Werner Flott. Er hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre man jetzt eigentlich senden müsste. Kommen Sie noch mal her. Wie viele Jahre müsste man denn jetzt eigentlich senden, was Sie alles schon produziert haben? Na, wie viele Jahre müsste man das senden? Also ich habe jetzt diese Sendung seit 18 Jahren, bevor ich... In Mathe bin ich ganz schlecht. Ja, bitte? In Rechnen bin ich ganz schlecht. Ja, ich mache die 18 Jahre. Davor war ich aber 30 Jahre beim öffentlichen, rechtlichen Fernsehen. Wo die Tätigkeit eines Allrounders, also wie man heute so sagt, Videoreporters, eigentlich verpönt war. Ja? Das war ein Kampf, dass man da also als Dame... Aber die lernen ja auch dazu, die Öffentlich-Rechtlichen, so ist es ja nicht. So, inzwischen, nachdem sie die Finanzen spielen noch eine Rolle, sie müssen sparen, jetzt sind sie ganz dankbar, damit sie Leute haben,
die also ein bisschen roundmäßig arbeiten können. Bleiben Sie ruhig bei mir, wir kommen zu der nächsten Kategorie. Und da geht es um die, die erst noch das werden wollen, was sie schon sind. Der Meister aller Klassen, das sind die Gesellen. Ein Gesellenstück. Können Sie sich noch an Ihr erstes Stück erinnern? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war ein ganz schwieriges. Wer ferngelenkte Modellflugzeuge schon gesehen hat und die aufgenommen hat, mit dem Fotoapparat mag es noch gehen, mit der Filmkamera wird es schon schwieriger. Denn Sie müssen ja da mit dem Teleobjektiv rangehen und jeder weiß, der fotografiert und filmt, dass es sehr schwierig ist, weil dass sich diese Flugzeuge ganz schnell aus dem Bild rausbewegen. Und wenn das einmal passiert, dann suchen Sie am Himmel und finden es nicht mehr. Da kann man nur sagen, zeig mir doch irgendwann die Murmel. Herr Flott, gut, dass Sie sich daran noch erinnern. Viele erinnern sich noch nicht mal an Ihren ersten Film. Das ist gut, dass Sie das noch können. Und vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Alles Gute, kommen Sie gut nach Hause, feiern Sie und bis zum nächsten Mal beim Deutschen Regionalfernsehpreis 2012. Tschüss dann.